What up, YouTube? It's me, Trasa von Knutter Gaming. Mal wieder hier zu The Long Dark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es schneit. Es ist warm. Ich habe keine Socken mit meiner Astrid an. Es ist großartig. Aber wir haben ein bisschen geplündert. Und wir leben noch und sind noch nicht ganz im Popsack. Hier, den guten Mann habe ich dann letztens gefunden. Molly war fleißig. Aber jetzt sind wir drinnen. Vielleicht finden wir drinnen noch ein paar gute Schuhe. Das könnte Astrid gebrauchen. Astrid braucht Schuhe. Es ist finster. Verwende das Funkgerät. Ich muss erstmal ein Funkgerät finden. Ich brauche erstmal Schuhe. Geil. Essen brauchen wir immer. Ich bin überladen wie Sau. Oh, nice. Aber man nimmt ja mit. Wir wissen ja, wie die Logik ist. Aua. Ist doch gut. Immer das Geschimpfe. Okay, ich habe mehr als genug Signalpatronen inzwischen. Und ich habe noch einen Kanister gefunden. Draußen war es ein Hochheitsschrank. Habe ich geplündert. Kenne ich nicht. Ja. Habe ich geplündert. Gab es wieder ordentlich zu holen für den Rasa. Und für die Tante Astrid. Tante Astrid, das geht gut runter. So, da ist das Radio, da ist Wasser, da haben wir auch so. Oh, hier. Guckt euch doch diesen Schatz an Lebensmittel. Wir hätten eher hierher kommen sollen. Es ist ein Traumhaft. Meine Lebensanzeige ist völlig im Pupser. Aber es fehlen ja eigentlich nur noch Schuhe zu meinem Glück. Aber ich denke, ich brauche gar nicht so viele Fäustlinge. Ich werde nur mal gucken, welche Fäustlinge. Oh, jetzt ist doch mal gut hier. Das ist doch mal das Schwierige. Wenn du nicht richtig drauf druckst. Mein Lämpchen geht aus. Moment mal. Das möchte ich nicht. Das finde ich nicht gut. That craftable. Wo ist mein Lämpchen? Hier, guckt euch das an. Zwei Kanister. Wunderbar. 2,38 Liter. Ha, das ist ein Traum. Ich werde nicht mehr so schnell im Dunkeln sein. Ablegen. Was brauchen wir noch so ein Mist, ey. Hier. Aktionen. Auffüllen. Wir haben doch 3,42 Liter. Jetzt nicht mehr ganz so viel, aber Hauptsache Licht. So, ich brauche Schuhe. Hat hier jemand Schuhe rumliegen? Revolverpatron. Es ist unheimlich, dass so viele Patronen hier rumliegen. Oh nein, jetzt habe ich das Buch mitgenommen. Verdammt. Nicht so schnell klicken, Drasa. Nicht so schnell drücken. Da ist auch nochmal eine Revolverpatrone. Was ist? Man möchte sich Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie. Ach, doch eine Patrone. Was ist denn? Was mag hier passiert sein? Wir wissen es nicht. Es interessiert auch nicht. Wir nehmen es mal mit. Wir sind eh beladen, wie Sau. Alles geschah während eines Sturms. Daher werden wir nie genau erfahren, was zur Hölle da genau los war. Wir wissen nur, dass wir jetzt von der Schnellstraße abgeschnitten sind. Zwischen uns und dem Rest von Großer Bär liegen tonnenweise Fels und Geröll. War es ein Erdbeben? Mag sein. Ja, nice. Schade. Ja, ich habe mir einen Kaffee gegönnt. Also Astrid hat sich einen Kaffee gegönnt. Zu Recht. Kannst du gebrauchen. Ich brauche Schuhe und hier gibt es keine Schuhe. Ah. Bevor wir jetzt ans Radio gehen, ich will gucken, ob ich mir irgendwas machen kann. Irgendwie improvisierte Handwicke, Kopfwicke. Nee. Kopf ist, glaube ich, noch, habe ich noch. Neue Klamotten habe ich. Ich habe nur keine Schuhe. Was ist denn das? Das Leben ist manchmal grausam zu einem. Kann man ablegen. Okay. Höschen. Das ist, glaube ich, das Höschen, was wir gerade gefunden haben. Abgenutzte Kampfhose. Nice. Dann werden auch die Füßlein kalt. Und nasch. Ohne Schuhe. So ohne Strumpf und ohne Schuhe. Da stehen wir da. Mit wehendem Haar. Gut, ist das unten noch was? Nein. Gut, dann gehen wir gleich ans Radio. Was soll der Geiz? Oh, oh, oh. Ich sehe nichts. Well, that trip was a waste. I should get some shut-eye. Strike off the mine Father Tom mentioned in the morning. It's time to say bye to Pleasant Valley.
And we all know what happens next. Sobald es Nacht ist, gehen wir die Nordlichter los. Trust me. Ah, ich höre es doch schon. Jetzt hätte ich es geahnt. Sehr gut. Das heißt, auch unsere Taschenlampe funktioniert wieder. It's working. It's working, baby. Come on, girl. Do your business. Damn. Why can't I get anything? Come in. This is Christian Van Slim. Hello? Come in. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? Oh? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? Mackenzie. What do you mean quarantine? Mackenzie, is that you? Is there a doctor with you? We need a doctor. Or medical assistance. Anything. I can hear him, but he can't hear me. We're cut off. We're alive. Damn, Mackenzie. You're alive. And on your way to Perseverance Mills. I've got to get there. Großartige Neuigkeiten. Electricity. It must be reacting to the lights in the sky. Molly? What is it, Molly? We have a lot in common, you and I. How's that? Don't know what you mean. Yes, you do. I didn't kill him, you know. I wanted to. So many times. I just never had the courage. And as bad as it got at times, at least I wouldn't be alone. Being alone would be worse. That's what I told myself. I don't judge you, Molly. I didn't kill him, but I may as well have. I had a rifle in my hands. I could have helped them. Molly. It all happened in slow motion, you know, like a ballet. They were so quiet and confident, like there was no other way it could end. And I just stood there, frozen. He was yelling at me to shoot. Because it's important for someone to know. For someone to know what? That I don't regret it. Not for a second. The convict, outside with the arrows in his back. That your handiwork too? Yeah. They're all gonna pay now, Astrid. Who are? All of them. We've been in the background, in the shadows, invisible, overlooked for too long. Not anymore. I'm not sure revenge is the answer, Molly. Maybe not. But it'll do for now. Feels good to be on this side of the hunt. So I'm making up for lost time. Take care of yourself, Doctor. You too, Molly. Tell me one last thing. Your pilot. The one you left behind. You wanted the good one. Is. But things are complicated between us. Let's just say I wouldn't want to find him with an arrow in his back. Then I hope to never meet him. It's been good talking with you, Astrid. For a little while, took the loneliness away. I hope you find what you're looking for. I hope you can help those people up in Perseverance Mills and find some peace for yourself. Thank you, Molly. I hope you can find some peace, too. Damn! Was willst du darauf sagen? Molly is crazy! Crazy, I'm telling you. Wie viele Verbände habe ich denn? 8. Komm, hier, dann legen wir das alles ab. Ist sie nicht so schwer, aber braucht man nicht.
Mützchen. Mützchen haben wir doch auch ein bisschen was. Nee, gar nichts. Hier, komm, zieh an. Was wir überziehen können, das nutzen wir doch auch. Ist ja alles kaputt. Alles. Der Sturm hat so viel kaputt gemacht. Ich mache mir ja Sorgen, was Molly denn jetzt vorhaben könnte. Sie macht mir jetzt nicht den psychisch stabilsten Eindruck, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht ein wenig dreist es von mir aus zu sagen, ne? Wir legen das mal ab. Ich muss zeuglos werden. Es hilft alles nicht. Ich weiß es nicht, was ich noch tun soll. Ich bin viel zu voll. Also so voll war ich noch nicht mal mit Mackenzie. Und das will was heißen. Da haben wir aber auch zugekracht. Komm, hier haben wir vorhin getrunken. Jetzt leg mal ab. Soll jemand anders, der hier reinkommt, mal ein bisschen Tee trinken? Tee schlürfen soll gesund sein. Gönne er sich. Wie sieht es denn eigentlich um meinen Status aus? Relativ nicht hungrig. Wir legen uns jetzt nochmal hin. Ich hoffe einfach mal, dass Molly uns nicht tötet. Da ist eine Taschenlampe. I'll take it. Aber ist nicht so gut drauf. Wir machen noch so 4 Stunden Schlaf. Mehr nicht. Ah, wir wollen es ja nicht übertreiben. Das heißt, jetzt ist meine Taschenlampe schon wieder nicht mehr einsatzfähig. Weil jetzt die Nordlichter wechseln. Ach, wie man es macht, macht man es verkehrt. Jetzt können wir auch was essen. Nutten stuff, nutzen stuff. Klingt irgendwie komisch. Aber wir essen es. Was satt macht. Und es macht den Rucksack wieder leichter. Sogar ein bisschen Erdnusscreme. Ist das nicht zauberhaft? Es ist ein Traum. So, gesättigt. Oh Gott. Was gibt man jetzt in einer Lebensmittelvergiftung? Antibiotika? Nee. Oh Gott, das war jetzt ungeplant. Ja, Antibiotika. Puh. Ups. Haben wir auch wieder ein bisschen Platz für mehr. Alles positiv sieht. Irgendwie passt es schon. Habe ich noch meinen Bogen? Ja, ne? Ich hoffe, ich habe den Bogen noch. Warum habe ich denn 2 davon? Ablegen, kommt. Weg damit. Pff. Alles Mist. Oh, dear Lord. Habe ich schon 1. Krass. Müsste ich mal wieder verwenden. Schnur. Angelschnur. Pff. Ah, hat mir eigentlich geholfen. Habe ich ein paar Fische gefangen. Hab noch den Bogen. Schön. Danach wird es aber kritisch. Und ich habe immer noch keinen Schuh. So ohne Strumpf und ohne Schuh. Es wird langsam hell. Ich glaube, wir müssen uns hier Leitstelle verlassen. Wir haben einen Ausgang gefunden ohne Licht. Ströme ergeben Brennstoff, weißt? Hast du... Ich möchte mir gerne seine Schuhe nehmen. Es ist nicht viel, aber mehr als ich habe. Hier habe ich dann auch ein bisschen was gefunden. Das war schön. Hier habe ich 2 noch. So eine Leuchtpistole gefunden. Habt ihr aber schon eine. So ohne Strumpf und ohne Schuhe gehe ich mal jetzt zu Mollys Scheune. Und da musst du hin. Zu der Mine. Wahrscheinlich dann auch wieder Berg Nuff. So, hier waren wir ja schon mal. Die alten Füchse. Oh Gott, wir sind überladen. Da kann ich ja gar nicht klettern. Ich muss den Weg zurückgehen. Ohne Schuhe. Okay. Fein. I can do that. Ich habe ja ein bisschen was zum Ballern. Falls die Wölfe wiederkommen. Ein bisschen vom Leben auch wieder frisch. Es ist ein Traum. Es ist so verzückert sein. Ich gehe mal hier lang. Ich habe da irgendwas krummeln hören. Wenn es der Bär ist, habe ich nämlich verloren. Aber schön, dass wir Mackenzie gehört haben. Und die Stelle kennen wir auch noch. Die haben wir erlebt. Schön. Ich bin immer wieder froh, wenn wir ein Lebenszeichen von Mackenzie haben, dass wir auch noch miterlebt haben. Ne? Wer die Serie verfolgt von Anfang an, der weiß, oh, die Stelle kenne ich. Er war aber so ein bärtiger Freund. Er ist der Bärtige. Bärtige untereinander ergibt eine wunderbare Kombination. So ist Knotra Gaming entstanden. Au, warum? Nur wegen ein bisschen überladen? Ja.
Was brauche ich denn? Ich habe immer noch eine Lebensmittelvergiftung. Okay, krass. Dann nehmen wir noch eine. Nee, dann das nicht. Da brauchen wir Verband. Das erste Mal, dass wir uns den Fuß verstauchen, ey. Krasses Ding eigentlich. So. Ach, Genesungszeit. Oh, okay. Und noch Schmerztabletten. Haben wir auch wieder. Wir müssen es positiv sehen. Dadurch haben wir wieder ein bisschen Platz. Ne? Also nicht viel. Ja? Ist Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin. Jetzt ist schon wieder schweinekalt. Der Astrid werden noch die Füße wegfrieren. Ich sehe es kommen. Aber wir gucken da ruhig auf das Positive. Unser Rucksack ist leichter geworden. Ich weiß aber nicht, von was ich mich trennen soll. Okay, wir müssen erstmal zu Mollys Scheune. Dort halten wir dann aus. Wärmen uns wieder auf. Das ist ja eigentlich nur noch ein eines Hin und Her mit von Wärmstelle zu Wärmstelle durch den Sturm. Muss man mitmachen. Man hat keine Chance. Es hilft alles nicht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir hier irgendwann mal nach links ausscheren können. Ohne zu sterben. Ich sterbe so ungern in dem Spiel. Es gibt mir ein Gefühl der Niederlage. Man möchte es nicht meinen, ne? Man spielt ein Spiel und stirbt. Und hat das Gefühl von einer Niederlage. Das geht doch gar nicht. Schlimm. Ist ja nur ein Spiel. Möchte man jetzt sagen. Oh nein, da muss ich klettern. Ich bin voll beladen. Ich kann nicht klettern. Gut, wir machen den ganzen weiten Weg zurück. Na jetzt. Ah, da sind wir gezwungen, wenigstens mal auszusortieren. Wir müssen aussortieren. Es hilft alles nicht. Muss ich euch jetzt langweilen. Oder auch nicht. Vielleicht mache ich eine Pause. Ich mache eine Pause. Ja, ich skippe das einfach. Das müsst ihr nicht mit ansehen. Aber ich mache noch ein schönes Feuerchen. In der Zeit. Wenn wir schon mal hier sitzen. Es ist zu windig, ein Feuer zu machen. Es ist doch großartig. Gut, wir skippen mal schnell. Da bin ich wieder. In einem kleinen Szenenwechsel. Es tut mir leid. Ich musste nochmal neu laden, während ich versucht habe, mich zu entledigen meiner übermäßigen Sachen. Und bin dabei gestorben. Ganz klassisch. Ganz klassischer Prager gespielt. Deswegen, hier bin ich wieder ein wenig aufgefrischt. Ich habe etwas länger geschlafen mit Astrid. Es hilft alles nicht. Es war ein bisschen viel. Gebe ich zu, war nicht mein Bester. Aber wann mache ich auch schon mal ein gutes Let's Play? Also zumindest, dass ich gute Qualität in des Spiels mit Können und so präsentiere. Nie. Man muss ja seine Corporate Identity quasi hochhalten. Und wir werden jetzt hier, weil wir sind ganz gut mit Gewicht, aber immer noch zu viel. Und das bringt halt nichts. Deswegen etwas gestärkter, ohne Schuh immer noch. Mich mega aufregt. Gehen wir jetzt einfach Richtung, jetzt nochmal Richtung Mollys Haus. In der Hoffnung, dass wir es dieses Mal schaffen. Ich hoffe, dass ich da wenigstens nochmal ein Crossroads ein paar Schuhe finde. Ich dachte, ich hätte auch ein paar Schuhe gefunden, aber wenn Drasa denkt, da riecht es immer streng in der Bude. Deswegen. Did I say I hate being cold? Ja, das glaube ich dir, Astrid. Also die Kälte würde wahrscheinlich auch mir zusetzen. Und ich sitze hier im Winter. Also Aufnahme war im Winter. Sitze hier noch im T-Shirt. Ich glaube, ich habe mich völlig verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin schon wieder hier hingekommen. Ich raste aus. Ich wollte nicht klettern und komme trotzdem wieder hierher. Fein. Es sind 4 Kilo. Die kriege ich irgendwie weg, ha? Huh? So, jetzt ist nicht mehr ganz so viel. Ablegen, alles. Jetzt wird hier radikal gesondert. So, jetzt kann ich nämlich auch klettern. Und das machen wir jetzt auch.
Aber wahrscheinlich ist es dafür zu windig. Oh, hier liegt ja schon Zeug. Nimm mit. Und jetzt bin ich schon wieder zu voll. Irgendwas ist doch immer. Aber da liegt Wasser. Ich habe mein Wasser aufgebraucht. Ich musste etwas tun. Dies war nun, was ich getan habe. So, die Streichhölzer haben es gemacht. Oh, man darf sogar im Winter darf man... Man kann kein Feuer anmachen, aber man darf klettern. Okay, danke Spiel. Seht ihr mal, da habe ich ja schon... Ich bin ja schon mal geklettert und muss ja schon wieder was ablegen. Also haben wir ja gar nicht so viel verpasst. Wir mussten nur diesen Weg zu diesem Seil nochmal laufen. Das ist etwas, mit dem ich leben kann. So, geradeaus. Mit flinken Füßen, der Astrid ist kalt. Und die Folge ist schon weit fortgeschritten, ohne dass viel passiert ist. Gut, das Gespräch mit Molly ist passiert. Das ist, denke ich, eine Menge. Das zeigt erstmal an, wie krank Molly doch ein bisschen. Also, ich, naja, obwohl krank. Ich bin kein Psychiater. Kein Psychotherapeut. Oder wie auch immer. Habe ich keine Ahnung von. Ich möchte ihren Geisteszustand jetzt nicht bescheinigen. Kann ich nicht. Mag ich nicht. Es ist interessant zumindest. Und jetzt habe ich, jetzt bin ich wieder verfüllt. Weil sie müde wird. Aber gut, sie ist auch zur Hälfte schon wieder runter mit. Aber ich sehe die Straße. Ich erkenne die Straße. Halleluja. Halleluja. Wir haben es geschafft. Geil. Zumindest bin ich schon mal in der Nähe. Und da vorne müsste sein, da kann ich hier ein Feuerchen machen. Hab ja noch ein paar Holzbriketts. Haha. Molly, deine Scheune kommt wie gelegen für mich. Und für Astrid. Oh, kalt. Ja, ist noch unser Wölfchen. Oh, ich würde gerne ein paar Schüchen machen. So, machen wir noch hier das Feuerchen an. Feuer machen. Puh. 2 Stunden für ein Holzbrikett. Awesome. Gut, an dieser Stelle ist nicht so viel passiert. Wir sind nicht so weit gekommen, wie ich gerne gehofft hätte, dass wir kommen. Aber manchmal ist es so, wie es ist. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ihr mehr wissen, und vor allem wissen wollt, wie es weitergeht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, see ya!